Hallöchen. Ihr seht hier gerade meine Soundkarte auf dem Tisch. Die Soundblaster SB0770. Das müsste die Extreme Gamer sein oder sowas. Ich habe ein Problem mit der. Und zwar der Mikrofoneingang. Kann euch das leider nicht mehr zeigen oder im Ton darstellen. Ich habe auf dem Mikrofoneingang ein Pfeifen. Auf dem Line-In nicht, auf dem Mikrofon ja. Nun habe ich schon mit größter Wahrscheinlichkeit 50-50% das Problem rausgefunden. Und zwar dieses kleine IC hier. Das saß da oben drinne. Wenn das nicht drinne ist, habe ich das Pfeifen nicht auf den Mikrofoneingang, wenn ich das auf Mikrofon stelle. Mein Sofa hat noch so ein IC, der schickt mir das gerade zu. Ich hoffe, dass denn das wieder funktioniert. Wäre schade, wenn die kaputt wäre. Ich filme hier auch gerade mal schnell mit dem Handy, weil Kamera, ja, weiß nicht, wo ich die jetzt gerade hingeräumt habe. Ja, soll nur ganz kurz sein. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Wie das passiert ist, ja, weiß ich nicht. Kam von einem Moment auf den anderen, aber ich schätze mal, weil ich hier noch mit dem Mischpult und Mikrofon und das alles rumgespielt habe, weil ich ja mit zwei Mikrofonen filmen möchte oder den Livestream machen möchte, hatte ich hier kurzzeitig Rückkopplung. Das kennt ihr ja, wenn ein Mikrofon rückkoppelt zum Lautsprecher, dann gibt es so ein Pfeifen, Brummen, hast du nicht gesehen. Ich schätze mal, dass es das vielleicht dadurch passiert ist und ich hier auf Mikrofoneingang gewesen bin und nicht Line-In. Und ich habe noch was versucht. Normalerweise müsste es gehen. Ich habe auch gegoogelt. Hier ist ein Frontpanel Connector, den habe ich erstmal selber reingelötet. Die Pins hier für das HD Audio, was ja am PC-Gehäuse ist. Kopfhörer funktioniert, nur der Frontpanel Mikrofon, der wird nicht erkannt, da kommt nichts. Nun weiß ich nicht, ob das mit dem Pin-Out hinhaut. Ich habe gegoogelt, normalerweise sollte es hinhauen, tut es aber nicht. Warum auch immer, ist aber nicht so schlimm. Ich habe noch mal ausprobiert, mit Mikrofonmäßig. Das Ding würde theoretisch hinhauen. Die Onboard würde theoretisch auch hinhauen. Ich habe doch hier noch eine gehabt. Achso, die liegt gerade hier. Habe ich die mal ausgebaut. Das ist die Aureon 5.1 Fan. Die hatte ich damals mal benutzt wegen den Digital In und Out, aber die ist nicht so schön. Die ist besser. Eindeutig besser. Ich meine, hier ist der Digital In und Out nicht mit Bitabgleich und irgendwas war noch. Der ist nicht so schön mit dem digitalen In und Out. Da ist die besser. Ja. Wenn das jetzt mit dem Mikrofon nicht hinhauen sollte, ja, habe ich halt keinen Mikrofoneingang mehr hier, aber ein Line-In, dann ist das so, dann muss ich halt Mikrofon anders machen. Bleibt mir nichts anderes übrig, aber das wollte ich euch mal zeigen. Das kann auch passieren. Schade drum. Vielleicht kriege ich sie repariert, wenn ich das IC hier von meinem Sofa noch kriege, dass es dann vielleicht wieder hinhaut. Alles andere funktioniert. Es ist nur der Mikrofoneingang. Dieses Pfeifen habe ich aber auch nur bei Windows. Wenn ich bei Linux bin und auf Mikrofon stelle, habe ich das Pfeifen nicht, aber dafür ein, ja, Rauschen. Ja, Rauschen kann man auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das ein Rauschen ist. Das könnte man als Rauschen bezeichnen. Jedenfalls ein ganz komisches Signal, aber nicht mehr das Pfeifen. Ich habe erst gedacht, das wäre softwaremäßig, aber nein, ich habe mir hier Windows 7 noch draufgehauen. War dasselbe, und. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Also, man kann sich wohl auch eine Soundkarte im Arsch machen, wenn man zu viel Pegel reinhaut. Was wahrscheinlich passiert ist durch diese Rückkopplungsgeschichte, wo man nicht so schnell wieder zurückgepegelt kriegt. Okay, dann danke fürs Zugucken. Bis das Ding vielleicht wieder läuft. Tschüssi.